A 2.0. Gegeben sind die Parabel P mit der Gleichung y ist gleich 1/2 x minus 3 in Klammern zum Quadrat minus 3 und die Gerade g mit der Gleichung y ist gleich 2 Drittel x plus 0,5 mit g gleich r Kreuz r. A 2.1. Zeichnen Sie die Parabel P und die Gerade g für x Element von 0 bis 8 in das Koordinatensystem. Zwei Dinge müssen wir also einzeichnen. Einerseits die Parabel P, deren Gleichung hier oben steht, und andererseits die Gerade g mit dieser Gleichung. Ich fange jetzt mit der Geraden g an, die ist ein bisschen einfacher, einfach als Einstieg. Um eine Gerade einzuzeichnen, gibt es mehrere Möglichkeiten. Drei einfache fallen mir auf Anhieb ein. Erste Möglichkeit ist, wir nehmen die Zahl ohne die Variable, das ist hier die plus 0,5, das ist der y-Achsenabschnitt, da schneidet die Gerade die y-Achse. Den Punkt können wir also eigentlich sofort eintragen, hier bei 0,5. So, dann die Möglichkeit wäre jetzt, es gilt eine Längeneinheit nach rechts und dann die Steigung nach oben bzw. nach unten. Hier vorne dran, das Form x ist immer die Steigung, das heißt, ich könnte jetzt eine Längeneinheit nach rechts gehen und dann 2/3 nach oben, beziehungsweise 2/3 nach unten, wenn es Minus wäre, sähe dann so aus, dann wäre hier also mein nächster Punkt und ich könnte hier die Gerade durchzeichnen. Problem hierbei, 2/3 ist eine etwas ungenaue Zahl, da wird bestimmt irgendeine Ungenauigkeit mit reinspielen. Wie man es schöner machen könnte, ist bei Brüchen vor allem, wenn wir folgenden Trick ansetzen, wir gehen das, was im Nenner steht. So viele Einheiten gehen wir nach rechts. Also drei Einheiten nach rechts. 1, 2, 3. Und das, was im Zähler steht, hier in dem Fall plus 2, gehen wir nach oben. 1, 2. Und dann kriege ich hier einen Punkt, der schön sauber auf den Kästchen liegt und man damit sehr genau arbeiten kann und auch recht genau zeichnen kann. So, zwei Punkte, da ziehe ich jetzt meine Gerade durch. Ja, die war jetzt knapp daneben. Dann nehme ich doch, probiere es mit dem anderen. So. Jetzt sieht es schön aus. Prima. Die dritte Möglichkeit wäre, den Taschenrechner zu benutzen. Hier in dem Fall ein Sharp-Taschenrechner, da geht man einfach auf y ist gleich, tippt hier die Geradengleichung ein. Wir hatten 2/3 x plus 0,5 und dann klickt man auf Table und liest jetzt hier zwei schöne Punkte aus. Hier zum Beispiel der 0 und 0,5 und hier sehen wir auch den 3 und 2,5, den ich in der Aufgabe schon benutzt habe. So, gehen wir zur Parabel. Die Parabelgleichung steht hier oben und bei der Parabel würde ich tatsächlich empfehlen, gleich den Taschenrechner zu benutzen. Ansonsten müssen wir nämlich hergehen und ich sage jetzt mal für jede ganze Zahl aus dem Intervall, ja, hier steht das Intervall, einmal oben einsetzen und die Werte ausrechnen. Also erst 0 einsetzen, ausrechnen, Punkt einzeichnen, 1 einsetzen, ausrechnen, Punkt einzeichnen. Das schafft jetzt wirklich der Taschenrechner schneller mit Hilfe der Wertetabelle. Da nutzt man einfach diese Zeitersparnis. Also wieder zurück in den Taschenrechner. Dann bei y ist gleich, geben wir jetzt hier die, die Parabelfunktion ein, Parabelgleichung. Da hatten wir 1/2 mal, dann hatten wir hier x, jetzt muss ich gerade nachschauen, minus 3 war es, genau, minus 3 in Klammern zum Quadrat und hinten dran nochmal minus 3. Und jetzt wieder auf Table gehen und jetzt hier die ganzen Punkte ablesen. Von 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bis zum Punkt 8. So, das sind alles Punktkoordinaten, die wir jetzt in unsere Zeichnung übertragen. 0, 1,5 ist der erste Punkt. Haben wir also hier, jetzt fahre ich mal ein bisschen runter, ja doch, passt. Als zweiten Punkt haben wir 1 und minus 1. So, die anderen Punkte übertrage ich jetzt einfach, ohne zwischen anderen Taschenrechnern hin und her zu springen. Als nächstes haben wir 2 und minus 2,5. Dann 3 und minus 3.
dann kommt 4 und minus 2,5. Jetzt sehen wir schon, die Parabel geht wieder nach oben. Da jede Parabel symmetrisch ist, können wir jetzt im Prinzip hier die Punkte gleich über, von vorher nehmen. Ja, einfach anhand hier dieses tiefsten Punktes rüberspiegeln oder einfach aus dem Taschenrechner ablesen. Die nächsten muss ich jetzt sowieso nehmen. 7 und 8. 7 hat 7 und 5. Der liegt hier oben. Und dann haben wir noch 8 und 9,5. Der liegt ganz hier oben. So, in diesem Bereich müssen wir zeichnen. Und jetzt gilt, so schön wie möglich die Parabel ausmalen. Wer eine Parabelschablone hat, kann die vielleicht als Hilfe benutzen, um die Kurven recht schön darzustellen. Achtet darauf, dass keine Ecken oder sonstige Kanten drin sind und natürlich, dass es so genau wie möglich durch die eingezeichneten Punkte geht. So, damit hätten wir die Zeichnungen fertig.